2004, glaube ich, wurde Wings for Life gegründet. Als du das erste Mal auf Werbung gemacht hast beim Red Bull Dolomitmann, wo sich alle noch gedacht haben, was ist das, das kann nicht gehen, es ist schon unglaublich, was da weitergegangen ist. Das ist jetzt so schön. Und wer den Wings for Life World Runner kennt, der kennt auch seinen Namen. Aaron Anderson, der hier schon Geschichte geschrieben hat. Ein Paralympics-Sportler, der nicht nur eben bei 4 Paralympics dabei war, sondern auch schon sein oder andere Mal beim Wings for Life World Run. Aber nicht nur dabei, sondern auch gewonnen. Was man über Aaron Anderson und seine Geschichte vor allem und den Connects zum Wings for Life World Run wissen muss. Keine Anwesenheitspflicht, weil eben aufgrund der Kälte kann da vielleicht schon der eine oder andere früher nach Hause gehen. Genau, ganz wichtig, Sie werden das letzte Mal zur Gewinnung schriftlich bestätigt und es war dann bei Ihnen zum Ende von Wort geschrieben. Ist der Musikfan? Okay, dann bist du momentan nicht richtig vor der Bühne, aber alle anderen. Looking, glaube ich, so irgendwo am Rand vorbei, vorbei am Ding geplatzten Träumen, suche, um nichts zu versäumen, Atem bildet Raum und ich lauf. Und am Horizont seh ich langsam erstes Licht. Christoph Sumann. Christoph, wie geht's da? Du bist heute nämlich einer ganz anderen Funktion hier vor Ort, nämlich als... Ja, das wäre ich und Schladming und Slalom und du, das war heute eine gute Einheit heuer. Das passt gut zusammen, ja. Morgen ist dahinter und jetzt müssen wir da ganz kurz auch zur Chiara Mark. Alles Gute, da sehen wir auch den DJ InStyle, Beats, Tempo, Rhythmus. Wir springen und stimmen uns ein auf den Wings for Life World Run 2019. Und wir haben in der Regie gerade gehört, wir beginnen mit den Isländern. Also, alle gemeinsam DJ InStyle, dreht den Beat auf. Alle Fokus und Kamera sind auf euch gerichtet. Luki, der Isländer ist gefragt. Hände nach oben und mitklatschen! Alle!
Romero, Südafrika und viele Länder mehr. Und ein guter Onkel, David Kulschatz. Das ist Deutschland, das sind bei vielen, vielen Teilnehmern. Auf der rechten Seite, der neue Rekordhalter Österreichs im Marathon. 2 Stunden 47 Minuten. Herzlich willkommen, Leonard Kittina. Neben ihm Marathon der Elite, Christian Feller. Übrigens die Michaela Gallhaupt. Michaela, Lukas Schweinhofer ist der Telefon. Hätte er schon einen Preis verdient. Michael Kaiser, die Botschafterin und die Chefin von Wings for Life, wurde jetzt überholt.